Ein herzliches Hallo von mir an euch. Es gibt wieder eine Folge Phasmophobia und heute sind wir wieder mal im Gefängnis unterwegs. Die Map habe ich hier noch gar nicht so oft gezeigt. Deswegen dachte ich, warum nicht heute? Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich sag schon mal, bis zum nächsten Mal. Das ja, mach heute das Schluss. Aber es ging noch. Es war schon mal schlimmer. Ich hab aus Versehen einen Fehler gemacht bei den Einstellungen. Oh nein. Ich möchte übrigens bitte jeden darum bitten, eine Kopfkamera mitzunehmen. Ei, ei. Ist ja. Oh nein. Was denn? Ich sehe nicht mehr, wo ich hinklicke. Oh nein. Hast du das Mauspunkt-Dings da ausgemacht? Keine Ahnung. Okay, Leute. Ich habe halt auch gerade 300 FPS. Ich habe wahrscheinlich FPS unlocked, also. Wer ist denn hier jetzt schon losgerannt? Hallo? Ah, ist keiner losgerannt. Okay, wir müssen ja noch das Briefing machen. Jetzt kommt's. Briefing. Alle zuhören. Also. Er steht nur auf alleinstehende Menschen, findet es total geil, wenn man Fotos von ihm macht, liebt es, durch Salz zu latschen und spielt gerne mit EMF-Readern. Okay, dann gucken wir mal, ob mein EMF immer noch verbuggt ist. Wir haben gerade eine Runde gemacht und hat mein EMF nie gepiepst, aber Susi hat's gehört. Hm. Wir hatten gerade Speedrun mit einem Revenant, 4,5 Minuten, aber alles erledigt. Ja, das war richtig gut. Wahrscheinlich in einem Haus. Ja. Ja, der war auch direkt vorne in dem Miniflur. Nee, im Bad. Ich habe letzte Nacht, als ich die Mod hier getestet habe, Ihr habt den Knochen bereit. Was haben wir bereit? Knochen hat er, glaube ich. Ach so, ja. Ich nehme den Knochen mittlerweile gar nicht mehr mit. Ach, wenn man ihn findet. Prison ist halt schon. Der bringt Geld, wenn du den fotografierst. Und ja, der bringt 10 Dollar. Naja, aber du hast einen Multiplikator drin. Wer hat hier seine Dusche vergessen? Seine Seife in der Dusche, Entschuldigung. Ich bin ein bisschen matschig. Sorry, hab ich fallen lassen. Willst du, dass wir uns für dich bücken? Bitte. Die Dusche hier hinten ist übrigens kälter. Ein Zellblock A? Ich muss gucken, wo wir sind. Ich kenne mich mit der Map noch nicht aus. Es ist Zellblock A. Unter 13 Grad jetzt schon, also jetzt unter 10 Grad. Okay, wir kommen rüber. Kann sein, dass es hier ist. Unter 10 ist immer der Geist. Jetzt aber nur eine Sekunde, konstant war 11 Grad. Und du schreitst hier avanciert hier. War das nicht irgendwas mit John Wilson oder sowas? Ja, es wird auf jeden Fall hier sein. Gib uns ein Zeichen. Johnny, willst du dich mal nach der Seife bücken? Ja, hat er natürlich rumgespielt. Ja. Das schwanken hier noch nicht stark genug. Fingerabdruck an der Tür. Hab ich. Würdet ihr mich mal ganz kurz mit dem Geist alleine lassen? Ja. Wie alt bist du? EMF hat gerade nichts gemacht. Aber der Raum war schon weit unter 10 Grad. Also der fällt relativ schnell. Okay. Weil hier und ist wir haben Wasser.
Wasser ist angegangen. Falls jemand eine Kamera dabei hat. Susi, kannst du eine Kamera mitbringen? Wir haben hier dreckiges Wasser. Und Geisterbox übrigens. Aber hat es gibt eine Etage oben? Ja, es gibt oben auch noch eine Etage, allerdings ist da selten was. Schreib ins Buch, bitte, danke. Habt ihr halt noch nie gesehen, deswegen ich bin mal kurz weg. Ist einer von euch gerade im Van? Ich bin gerade auf dem Weg, ich bin gleich da. Wenn du im Van bist, sag Bescheid und dann guckst du durch meine Handkamera. Ich bin der in der Ecke steht. Darf ich? Keine Ops. Sehen, warte. Ich hab Licht ausgemacht. Ja, aber ich sehe gut, also nachtsichttechnisch, aber ich sehe keine Ops. Schreib ins Buch, Miststück. Pack mir jetzt Fingerabdrücke und Box. Ja. Kann es jetzt überhaupt noch EMF sein? Oh, er steht da. Hallo, gut. Mein Freund. Erschreck mich nicht so, du Vogel. Ich gehe mal draußen gucken, ob es überhaupt noch EMF sein kann. Er war kurz da, Susi. Also wir sind auf jeden Fall richtig im Bad. Aktivität ist gerade auf 5. Das höre ich ja raus. Also mich erschrickt man eher, indem man vor mir oder hinter mir plötzlich eine Tür zumacht. So, jetzt habe ich es ausgesprochen. Jetzt, ja. Gut zu wissen. Ja. Haben wir alles drin, was wir brauchen? Wir brauchen ein Fotoapparat auf jeden Fall. Wir müssen mal gucken, was es jetzt überhaupt noch sein kann. Also, für ein Gespenst. Spirit, Gespenst, Poltergeist. So, ich nehme eine Kamera mit. Wir hatten ja Fingerabdrücke und Geisterbox, ne? Ja. Ja. Also, können es noch Orbs sein? Gefriertemperaturen? Oder das Buch? Buch liegt drin. Ich mitnehmen. Und dein, also am besten, dass einer noch das zweite Buch mitnimmt. Weil manchmal sind diese etwas größeren Räume so ein bisschen aufgeteilt. Und dann schreibt er nur an der einen Ecke ins Buch und an der anderen Seite in der Ecke nicht. Also ich nehme jetzt mal hier so eine Kamera. Hat jetzt, ja, ach so, du hast Fotoapparat, okay. Ja, ja. Ich habe jetzt einen Bewegungssensor noch mit, weil, keine Ahnung. Was waren überhaupt optionale Aufgaben? Ja. Salz. Soll ich, Salz. Ich gehe Salz holen. Salz habe ich dabei. Ach so. Ich habe Salz dabei. Wo ist Salz? Woher willst du das wissen? Hast du mir überlegt? Hallo. Ich habe gedacht, als du dich in der Dusche gebückt hast. Bitte was? Bitte wie? What? Nein. Das wüsste ich aber. Ich habe einen Schweißtropfen aufgefangen, als du gerade dich im Van gedreht hast. Das passt schon eher. Er flog mir so ins Gesicht, ich die Wange runter, weißt du? Frage ist, jetzt eigentlich nur mal gucken können, wie der Geist heißt, ne? Dystopia, bist du gerade im Van? Nein, ich bin hinten. Achso. Ich leg das mal noch weiter hinten hin. Okay, hier ist er gespawnt. Ja. Wir haben Gefriertemperaturen, oder? Vielleicht weiter hinten im Raum. Wir haben also unter 3 Grad. Ja, muss unter 0 sein. Oh, er hat ins Buch geschrieben.
die, ja, wenn wir nach Fahrenheit gehen, wäre... Dann haben wir ja alles. Mit dem Buch jetzt. Ja, jetzt nur noch das Foto. Jetzt nur noch Foto vom Geist. Foto, ich gehe mal hier drüben hin. Geh in Sicherheit. Hallo Geisti. Komm mal ran hier. Zeig dich, du kleine Schnitte. Glaubt es, Tobi hat besessen, der steht hier und redet nicht mit mir. Oh nein, er hat einen Disconnect, oder? Warte, was war's jetzt? Er ist zurück! Gib uns ein Zeichen. Achso, ja. Was war's jetzt? Ich glaube, das haben wir noch nicht, oder? Aber wir haben Fingerabdrücke und Geisterbuch, oder? He's coming! Das ist übrigens Hand. Ey, die Susi, ne? Susi macht die Tür immer vor der Nase zu. Geistilein, du musst nicht traurig sein. Zeig dir ein Popo. Vorbei. Alle noch am Leben? Ja. Tobia? Mo? Hier ist einer. Tobia? Tobia, bist du noch da? Entweder ist Dystopia tot oder hat wieder ein Disconnect, leider. Achso, wir können ja eigentlich rausgehen, wir haben ja alles. Hast du das Foto geschafft, Mo? Der Ausgang ist nicht verlaufen, ich muss. Wo geht's hier raus? Hier so. Komplett lost. Ich wette, kurz vor der Tür jagt er nochmal. Hier steht wer. Also leben tut er. Ja. Er träumt schon wieder. Was würde ich nicht machen? Ist leider durch die Tür geglitscht. Was war's denn jetzt eigentlich? Ach, Buch. Ja. War ja das Buch gerade, ne? Fand aber lustig, wie die Tür mich gerade einfach weggeschoben hat. Ja, du bist voll durchgeglitscht mit deinem Thermometer. So flupp weg. Jetzt gucke ich mir das Bild vom Geist noch an. Ja, ich sehe ihn mal wieder nicht auf dem Bild. Oder ist er dort so links am Spiegel? Guckst du den dir im Buch an? Ja. Er ist in der Mitte, genau. Ja, ich sehe die Geister immer. Ich habe die am Freitag, nee, Donnerstag schon nicht gesehen. Da hat Dystopia den Geist voll auf dem Bild gehabt und ich hatte ihn einfach nicht. Der stand halt einfach vor mir. Was für ein Geist ist es? Spirit. Oh, wir haben das mit dem EMF-Ding nicht abgehakt. Ich kann gerne nochmal reinrennen. EMF hat bei mir halt auch gar nicht funktioniert. Mo hat 100%, ja. Hat Mo alle Pillen gegessen? Hast du einfach alle Pillen gegessen? Ja. Wir haben hier einen Pillenfresser. Wir schicken Mo rein, stellen uns in die Tür und triggern die Jagd. Ich gehe auch mit 0% Sanity noch rein, also das ist bei mir nicht das Problem. Möchtest du uns was sagen? Möchtest du mit uns drüber sprechen? Nein. Problem. Ich habe kein Problem, ich kann jederzeit aufhören. Alt-F4 und so. Ihr habt das Problem. Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Ich geh gucken.
Ich stehe in der Tür und feuer dich an, Mo. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank bin ich draußen geblieben. Das war knapp, würde ich mal sagen. Wollte gerade reingehen. Oh, es merkt ja. Aber ist hier vorne im Besucherraum. Er ist safe. Sagen, er ist hier vorne. Ja, der ist hier da im... Aber liegt nicht ein EMF-Gerät hinten in der Dusche? Ja. Hatte der Charakter schon immer so knallrote Haare? Ja, ihrer. Also Susis Charakter hat so ein bisschen rot-bräunlich. Nein, deiner. So richtig weiß knallrot sind die bei mir. Nee. Hast du einen Farbenblindmodus drin oder so? Nein. Also bei mir sieht alles aus wie immer, außer das... Rot. Dann hat schon dieser Pullover an und sagen, wenn ihr den Geist absichtlich triggert, wir spielen doch bestimmt noch ein paar andere Runden, dann kann ich auch gemeint. Ich hab gar nichts gesagt. Wir reden gerade über Haare. Der Geist heißt übrigens Robert Wilson. Was? Was? Wo? Alles klar. Nichts gemacht jetzt. Ich habe ihn gar nicht getriggert, ich bin gar nicht dazu gekommen. Die Jagd ging einfach schon los. Ich habe Videobeweis. Da war er doch schon wieder. Ja. Oh, der war gerade schon wieder bei Mo. Er scheint wirklich verbuggt zu sein. Ja, es passiert überhaupt null. Der Geist stand gerade vor dir, ne? Der stand gerade in meinem Gesicht. Oh, scheiße. Das war Mord. Aber also wie gesagt, letzte Runde, das EMF hat bei mir auch nicht gepiepst. Es ging zwar auf 5, aber es hat nicht gepiepst. Und hier scheint es ja gerade gar nichts zu machen. Wieso kann ich... Weiterschalten ist Maustaste. Ja, aber... Tastatur ist Nachtlicht. Ich sehe das halt gar nicht. Es ist für mich zu hell. Ich muss das Spiel, glaube ich, dunkler machen. Ja, ich glaube auch. Oh, nee, warte mal, wir haben noch keine Kamera, oder? Bei mir steht 0 von 0 Kameras. Es ist 14 von 19. Von 19 gerade. Ich hab 0 von 0. Dann ist da irgendwas kaputt bei dir. Alter, wie lang jagt der denn? Ja, der ist einmal... ist vorbei. Yeah. Ah, du hast es geschafft. Ich weiß, dass ich nichts gemacht habe, ich habe ja den Stream offen. Gut. Oh, das Bild von dem Geist ist aber schön geworden. Ich sehe den Geist nicht. Bei mir ist einfach nur leer. Hey, Macarena. Toll. Er hat hier eigentlich die Geisterbox angemacht. Das rauscht die ganze Zeit. Habt ihr eigentlich gehört? Habt ihr gehört, wie ich dem Geist ein Lied gesungen habe? Nein. Nein. Schade. Aber ich muss sagen, wo der eben gejagt hat, ich hatte überhaupt keinen Geräusch. Also es hat einfach nur geflackert. Irgendwie. Ich glaube, das ist gerade Sound. Können wir losfahren? Technisch verbuggt. Also ich habe eingetragen. Ich würd auch sagen, dass ihr die Lobby einmal neu startet. Gleich. Okay. Das ja, neue das Lobby machen. Ja. Soll ich die Lobby sowieso da nochmal raus? Irgendwie. Was muss ich da einstellen wegen dem Mauszeiger? Naja, du musst den halt auf eine bestimmte Helligkeit stellen, dass du das siehst, diesen Punkt da an der Mitte. Das heißt also, bei 0 wäre der am dunkelsten, oder wie? 0 ist er quasi aus, ja. Okay. So, dann, ja, wir fahren los und Susi macht eine neue Lobby. Yeah, brave! Genau. Mo kennt die Bugs hier alle.